Hallo, hallo, Kochen mit Andrea. Ich brauche heute einen Brotaufstrich noch für heute Abend und dann mache ich einen türkischen Obazer. Und dann nehme ich euch einfach mal mit dazu. Und wir legen auch schon los. Wir brauchen eine Knoblauchzehe und eine halbe Zwiebel. So, das 4 Sekunden auf Stufe 5. Zeig's euch. Dann habe ich schon ein Video abgedreht, aber das kann ich, glaube ich, gar nicht nehmen. Das muss ich noch mal drehen. Naja, kommt Freude auf. Gut, jetzt hier. Guckt. Und jetzt kommt 100 Gramm stückiger Feta-Käse dazu. Nicht ganz, aber fast. Ein kleines Stück dazu. So. Und das Ganze jetzt 5 Sekunden auf Stufe 4. So, ich zeige es euch. Mache das einmal vom Rand hier. Guckt, so sieht's aus. Und jetzt kommt der Frischkäse rein, 200 Gramm. So, und jetzt kommt noch Aioli da rein, 50 Gramm. Habe ich Aioli gesagt? Eiwa. Mein Gott. Also keine Aioli, sondern Eiwa kommt da rein. Eiwa der Milde habe ich genommen. Das Ganze 10 Sekunden auf Stufe 3. So, ich zeig's euch gleich wieder. Ja, sieht doch schon gut aus. Guckt mal. So sieht's aus. Ich rühre das jetzt nochmal um. Und dann nehme ich euch mit runter. Umfülle. Und dann haben wir unseren Aufstrich.
Aufstrich tun für heute Abend. So, nur mal hier Platz schaffen. Hier immer alles vollgemüllt. Vollgemüllt ja nicht in dem Sinne vollgemüllt, aber so. Und dann fülle ich das da jetzt rein. Dann probiere es mal. Ich habe so viele Birnen geschenkt bekommen, da mache ich dann noch einen Birnenmus. Die kann man gut für Pfannkuchen nehmen. Aber das Video werdet ihr dann auch die Tage sehen. So, seht ihr? So sieht das aus. Und jetzt probiere ich mal. Ja, noch ein bisschen durchziehen und dann ist das richtig lecker. Nein, das ist doch toll. Haben wir wieder einen schönen Aufstrich für heute Abend. Wenn das Video euch gefallen hat, dann wäre es schön, wenn ihr mal was in die Kommentare schreibt. Anders ein Däumchen nach oben wäre gut. Kostenloses Abo wäre auch super. Und dann hoffentlich hören wir uns beim nächsten Video wieder. Dann habt einen schönen Tag und passt auf euch auf. Dann bis zum nächsten Video. Eure Andrea. Ciao.